Und willkommen zurück bei OMSI 2. Heute mit dem Setra auf der 25. Einiges ist heute mal ein bisschen anders. Vor allem verstehe ich die Steuerung hier nicht. Ich hatte gerade ein bisschen gebraucht. Hier habe ich jetzt gerade die Linie eingestellt. Hier dann das Ziel, so wie es aussieht. Und ich muss jetzt hier eben vielleicht erstmal noch einen Gang reinmachen. Habe ich irgendwas vergessen? Haltestellenbremse. Tür. Ja, es wird halt ein bisschen spannend. Weil ich nicht weiß, wie der Bus funktioniert. Eine Sache möchte ich mal kurz nachgucken. Tastatur. Fahrradsicht, Editor, nein, Lenkrad links. Fahrgastschaltwagen. Okay. War echt ein Schaltwagen diesmal? Schön. Ja, wie ich gesagt habe, einiges wird heute anders. Wir sind die 25, die ja scheinbar gar nicht hält. Doch, wir halten da hinten. Ach du meine Scheiße, das kann ja mal lustig werden. Das kann ja mal lustig werden. Mal gucken. Also eigentlich müsste jetzt draußen alles richtig dran stehen. Ja. Moin. So ein bisschen hoffe ich, dass keiner eine Fahrkarte kauft. Andererseits hoffe ich aber auch, dass vielleicht einer eine Fahrkarte kauft, damit ich da auch schön mich mit vergnügen kann. Ja, ein schöner Setra-Bus. Für die Linie 25 wurde halt Solo- oder Überlandbus empfohlen. Und da dachte ich mir, den hier hatte ich noch nie. Und dachte ich, das ist vielleicht eine gute Idee. Bahnhofstraße Klingenhof. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, ob das wirklich so eine gute Idee war. So, ersten Gang rein. Ne? 2, 3, 4, 5, 6. Geil. Ich hoffe, ich brauche nicht einen Rückwärtsgang. Das kann ich ja mal kurz nachgucken. Wo wäre der? Ah. Eben kurz Tastatur. Rückwärtsgang. 1 oder R. Okay. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Vielleicht ganz gut, dass die Manfreds und so heute. Obwohl, haben wir noch nicht. Die beiden Geschwister sitzen auf unterschiedlichen Plätzen. Ja, hat auch ABS. Atem. Tiefkühl Froststern 1, ne? Und so, also natürlich weiß ich, Klimaanlage. Das ist uns vielleicht auch mal Bus dann für den ALX, den ich auch noch mal vielleicht irgendwann mal fahre. Da ist dann vielleicht auch gar nicht so schlimm, selbst schalten zu müssen. Gut, sind wir mal ehrlich. Eigentlich brauche ich jetzt auch hier nur drei Gänge. Und auch eigentlich nur beim Anfahren. Zumindest das bisher. Gut, das mit dem Halten muss ich noch üben.
ja ganz schön kalt hier drin. Oh. Ja. Ist auch immer noch der 30.12. Heizung. So. Nett, dass er die ganze Zeit hinter mir gewartet hat. Vielleicht sollte ich einfach mal demnächst im zweiten anfahren. Na, also ich bitte heute echt ein bisschen Nachsicht walten zu lassen. Blütenhöhle. Echt Blütenhöhle? Ah, Blütenhöhle. Blütenhöhle. Ah, das denken sie wahrscheinlich auch hier gerade alle, die das hier sehen. Ja, einzig blöde bist du, Welken. Ja, man sollte natürlich auch nicht zu früh runterschalten in den ersten Gang. So, kleiner Tipp unter uns Profibusfahrern. Nicht bei 50. Habe ich nicht gemacht. Hätte ich aber fast. Ja, Setra. Gut, wenn wir jetzt hier gerade sowieso an der Ampel stehen. Ja, geil, ne? Vier Leute im Bus, ich stehe. Vielleicht wollte er dort sitzen, aber sie macht keinen Platz. Eine Toilette hat der Bus nicht, ne? Falls ich mal muss. Nee, ist ja nur ein Überlandbus und kein Reisebus, ne? Obwohl ich mich momentan so ein bisschen frage. Sehe ich überhaupt, wenn die drücken, wegen Aussteigen? Moin. Ich weiß es gar nicht. Gibt es hier so eine Klingelanzeige? Man hätte sich natürlich auch mal vor über den Bus informieren können, ne? Aber eigentlich macht das ja immer mehr Spaß, erst während der Fahrt das zu machen. Derenhofen Bahnhof. Einmal winken, danke. Oh, schön im vierten Gang. Wenn ich die Tür aufmache, willst du immer noch nicht raus, ne? Nee. Das hat mich so, ja, der erinnert mich echt so ein bisschen an die Überlandbusse von damals, aber... Ja, bin ich... Doch, ja, manchmal bin ich damit gefahren, weil ich habe so am Stadtrand von Bremen gewohnt. Und da war es manchmal... ging es dann schneller. Duisburger Straße. Überlandbus. Zum Beispiel, wenn man zum Bahnhof wollte, einfach mit dem Landbus mitzufahren. Was blinkt denn da? Ach, das ist mein Blinker, ne? Ach, da! Wird ja sonst auch angezeigt, Haltewunsch. Ah, okay. Tür dicht. Erster Gang. Weißt du was? Ich probiere mal was. Wir fahren einfach am zweiten Gang an. Brauchen wir nicht so schnell schalten. Kohlenbahntrasse. Und ich glaube, ruckliger als im ersten Gang wird es auch nicht. Lass nochmal eben kurz wieder den da einblenden. Dann finde ich eigentlich ganz geil, dass man hier den Fahrplan sonst auch im Lenkrad haben kann. Aber irritiert auch ein bisschen. Na, schön ist was anderes. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, vielleicht ganz gut,
dass die Leute sich heute nicht artikulieren können. Einen wunderbaren. Hallo. Hallo. Wir machen das einfach weiter. Wir fahren im zweiten Gang an. Schalten dann in den dritten. Rosenhügel. Okay, ist echt nicht so wild. Ich bin halt. Wie gesagt, ich glaube, ich bin bisher noch nie Schaltgetriebe in Omsi gefahren. Werden jetzt wahrscheinlich auch die meisten von euch denken: Nö, was kannst du denn überhaupt baken? Scheinbar jetzt auch Schaltgetriebe in Omsi fahren. Mal eben hinten einmal auf, aber es will immer noch nicht raus, ne? Guten Tag. Ich dachte, so ein bisschen Angst habe ich, falls einer von denen echt mal auf die Idee kommen sollte, einen Fahrschein zu kaufen. Ah, da vorne steht es auch schön drin. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich das mit dem Ding da vorne hinkriege. Zack, gleich der zweite Gang. Derenhofen, Kaldenbach. Derenhofen Kalbenbach. Ist das hier nicht das, wo die. Warte mal ganz kurz, will ich mal kurz gucken. Nee. Okay, ich dachte, das ist vielleicht diese. Nee, sieht ganz anders aus. Ja, habe ich mich verguckt. Ja, spannend. Ich finde, der Bus sieht aber eigentlich ganz schick aus. Gut, über den Bus könnte man streiten. Das ist ja sonst vielleicht nochmal ein Bus, den man, ja, sagt gut, über Landstrecken und so wahrscheinlich. Aber muss ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht auch einen anderen kriege. Also, gibt's ja mehr als genug. Aber, ja, bisher gefällt er mir eigentlich ganz gut. Und er wird sicherlich demnächst dann nochmal gefahren. Vielleicht Alex, obwohl Alex bin ich eher schon fast überlegen, mit dem Gelenkbus zu fahren. Ah, na jetzt haben wir auch wirklich einen Haltewunsch. Auf Wiedersehen. Ist vielleicht auch für Alex oder so besser, weil echt die Türen sind ja echt schon so ein bisschen, ne? Bisschen speziell. Finde ich, brauchen doch recht lange, um aufzugehen. Bergerfurt. Ja, ich darf hier nur 50 fahren und ich halte mich mal so halb ans Tempo, um nochmal einen Schluck zu nehmen. Ja, kein Alkohol, denken sicherlich meine Fahrgäste, aber nee. Geradeaus rechts. So.